Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem zweiten Kanal. We are back und wir gehen heute rein in die nächste Reaction und zwar... Ja, ich verstehe den Bruder Marvin nicht, wie er das schafft. Beziehungsweise, was für dicke Eier er hat. Ich will mich das nicht trauen. Undercover als Fake-Maskottchen beim EM-Eröffnungsspiel. Marvin hat so Dinger. So ein Ding. So Dinger unten hängen, sage ich. Beim Ronaldo-Eröffnungstraining, da haben ja voll viele Flitzer gemacht. Ich hätte keine Eierflitzer zu machen. Ich wäre auch nicht bei den Zorn gekommen. Das ist ein anderes Thema. Und er will als Fake-Maskottchen beim Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland reinkommen. Kann man nicht für so viele Sachen auf einmal oder hintereinander, die man macht, in den Knast kommen? Hatte ich Deutschland voll die harten Strafen, Digga? Vor ein paar Wochen habe ich ja mein Glück versucht, noch einen der letzten Plätze im EM-Kader unserer Nationalmannschaft zu bekommen. Nachdem das nur so semi geklappt hat, habe ich gedacht, zumindest beim Eröffnungsspiel will ich dabei sein. Leichter gemacht. Ja, Bruder, das fand ich auch so geistkrank. Er ist einfach beim Training einfach auf dem Platz gewesen und stand da neben Kimmich und Müller und so. Aber wir gucken. Bis beim Eröffnungsspiel will ich dabei sein. Leichter gesagt als getan. Denn normale Tickets unter 300 Euro waren ratzfatz weg. Es haben sich insgesamt über 20 Millionen Menschen auf EM-Tickets beworben. Ganz ehrlich, da ist es wahrscheinlich an 6 am Lotto zu haben. Es gibt natürlich auch noch die Tickets für 4, 5 und 600 Euro. Aber sind wir mal ganz ehrlich, eine normale Familie mit 2 Kindern kann sich das nicht leisten. Und von den ganzen Zweitmarktpreisen brauche ich gar nicht erst anfangen. Also musste ich mir irgendeinen anderen Weg einfallen lassen, um ins Stadion zu kommen, damit ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel unterstützen kann. Deutschland! Okay. Kein Spoiler! Ich will nicht gespoilert werden. Und ich habe da schon eine Idee. Wer ist denn alles so beim Eröffnungsspiel dabei? Die Spieler, die Trainer, die Fans, aber auch natürlich das Maskottchen. Und Maskottchen liebt doch wirklich jeder. Maskottchen bekommen überall Einlass. Und deswegen ist mein Plan, ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden und versuchen so beim Eröffnungsspiel dabei zu sein, um unsere Jungs am Ende anzufeuern. Zum Glück wurde vor ein paar Wochen das offizielle EM-Maskottchen released. Albert heißt es, ein süßer, kuscheliger Bruder. Jetzt habe ich eine Frage. Er hat sich wahrscheinlich so ein Albert-Kostüm organisiert, was genau so aussieht. Woher bekommt man ein Kostüm, was genau so aussieht? Wie will man das bekommen? Brauner Bär mit einem blauen Trikot. Und das muss ich jetzt einfach nur noch nachbauen lassen. Und wo sind europäische Markenrechte? Völlig egal, richtig, in China. Und da lasse ich mir mein Maskottchenkostüm nachbauen. Ich habe sogar einen Anbieter gefunden, der das relativ preiswert macht. Der hat zum Beispiel auch schon Stitch von Ice Age nachgemacht oder Olaf von Frozen und sogar King Kong mit einem fantastischen Video. Und ich bin mir sicher, dass die ganzen Filmemacher davon nichts wissen. Knapp 400 Euro soll mich mein Maskottchen kosten. Das Er bezahlt 400 Euro für Maskottchen. Er hätte einfach auch 400 Euro für Tickets zahlen können, oder nicht? Ich weiß, viel Content hätte ich auch nur Spaß, die Dummköpfe, Digga. What the f***? Hab ich alles schon ausgehandelt. Das ist jetzt schon in Produktion. Und jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich Versand und Zoll bezahle. Und ich bin mir sicher, der wird am Ende teurer als das ganze Kostüm. Wir sehen uns also in ein paar Wochen, wenn das Kostüm hier ankommt. Es sind noch 3 Monate bis zur Europameisterschaft und heute sehe ich das allererste Mal mein eigenes Maskottchenkostüm. Ich bin sehr gespannt, weil ich es bislang nur von Bildern kenne und ich frage mich, was man für 400 Euro erwarten kann. Ich weiß. Übel gut eigentlich. Oh, sieht schon gut aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, für 400 Euro kann man wahrscheinlich wirklich nicht meckern. Aber man sieht, dass diese ganzen Zahlen und diese ganzen Muster hier per Hand ausgeschnitten sind. Hier sieht man noch die ganzen Ränder. Auch hier alles wahrscheinlich Handarbeit, ein bisschen ausgeschnitten. Aber das Schlimmste ist halt, dass man hier komplett drunter durchgucken kann. Also ich sehe ja den Pullover von demjenigen, der das trägt. Ich fürchte, wir müssen noch ein zweites bestellen. Und dieses... Oha, noch eins? Mal vielleicht ein bisschen mehr Budget in die Hand nehmen. Weil so werde ich da sicherlich nicht reinkommen. Trotzdem vielen Dank. Kriege ich noch einen High Five? Zugegebenermaßen, das Kostüm kann ich so nicht verwenden. Es ist einfach mega hässlich. Da habe ich wirklich am falschen Ende gespart. Das war mega dumm. Wir werden wohl nicht mit unserer 1000-Euro-Grenze hinkommen. Aber ich habe ein neues Angebot aus China bekommen. Für 3200 Euro. Plus Versand und Zoll. Für den Preis bekommst du einen Auftragskiller. In GTRP. Sorry, ich habe nur laut gedacht. Das heißt, zusammengerechnet liegen wir wahrscheinlich über 5000 Euro für unser Projekt. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe die Hoffnung, dass ich dann in meinem Maskottchenkostüm natürlich in erster Reihe stehe. Und das ist es mir wert, unsere Jungs anzufeuern. Das heißt, ich habe ein neues Kostüm in China bestellt. Es ist unterwegs und in ein paar Wochen werden wir sehen, ob unser Projekt noch aufgeht oder ob wir ohne Kostüm dastehen. Weil mit dem Billigkostüm gehe ich bestimmt ins Stadion. Endlich ist es soweit. Dieses Paket war locker 6 Wochen auf einem Containerschiff unterwegs zu uns. Digga, 6 Wochen! 6 Wochen war das Paket unterwegs. Das heißt, Bruder, wie lange plant er das Video schon? Er hat ja locker im Januar dann angefangen, das Video zu planen, ne? Er muss ja irgendwann so Dezember schon geplant haben, okay, für Juni, ey, mache ich das und das. Hier nach Berlin.
Hier drin befindet sich das teure Maskottchenkostüm, unsere letzte Hoffnung, beim Eröffnungsspiel der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt, nicht nur, weil es sehr teuer war, sondern weil es wirklich jetzt sich entscheidet, ob dieses Video weitergeht oder nicht. Dementsprechend lass uns nicht lang schnacken, lass uns reingucken. Es sieht auch ganz, ganz wild aus. Es sind drei Kartons ineinander. Ich weiß gar nicht, wo man anfängt. Das sieht echt nicht gut aus, Digga, ne? Also bei einer Sache bin ich mir sicher, das echte Kostüm wurde nicht in so einem Karton geliefert. Okay. Der Kopf ist schon mal riesig. Fangen wir mal unten an. Wir haben die Schuhe. Schon mal deutlich bessere Qualität. Man sieht schon, dass die Streifen zumindest mal gerade abgeschnitten wurden. Okay, ich sehe schon mal, der Kopf und das T-Shirt gehören zusammen. Die kann man nicht abnehmen. Die 2, die 4 sauber abgeschnitten. Keine Schnittfehler, nicht irgendwie kreuz und quer. Aha. Es stinkt unfassbar. Ich glaube, wenn ich hier den ganzen Tag drin stecke, brauche ich danach einen Inhalator. Und das Problem ist, hier ist keine Lüftung drin. Normalerweise haben Maskottchenkostüme immer oben so eine Lüftung, die kann man anmachen, da wird Frischluft reingepustet. Was? Als ob es sowas gibt, Digga. Ich dachte, die müssten die ganze Zeit die eigenen Mundi riechen, Digga. Oha. Hier nicht. Boah, es ist schon ein Weltenunterschied. Das hier kaufe ich zu 99% ab. Klitzekleinigkeiten, die Augen sind ein bisschen anders. Beim originalen Kostüm sind die glänzend. Das ist Plastik, hier ist es Stoff. Vielleicht müssen wir das am Tag der Tage dann noch mal ein bisschen entfusseln. Aber ich würde sagen, ich setze es einfach mal auf, oder? Und? Weißt du, was das Problem ist? Die Augen sind hier. Mein Kopf ist hier. Das heißt, um dich zu sehen, muss ich so gucken. Also ich, das ist ja hart, Digga. Also ich bin zufrieden. Bewegungsfreiheit, sieht stylisch aus, ist schön warm, angenehm. Ich werde mich, glaube ich, wirklich totschwitzen an dem Tag. Aber das ist ja egal, solange ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel anfeuern kann. Den ganzen Tag lang schwitzen, 5000 Euro für dieses Kostüm ausgeben. Ja. Aber dafür stehe ich direkt am Spielfeldrand. Ich stehe quasi neben Julian Nagelsmann und kann ihm noch mal den einen oder anderen Tipp geben. Und ich bin mir sicher, mit dieser Unterstützung holen wir den EM-Titel. Aber sind wir mal ganz ehrlich, der Job als Maskottchen, der ist schon ziemlich beschissen. Es ist super heiß in dem Ding, man darf nicht sprechen und man sieht nicht viel. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, von A nach B zu kommen. Und deswegen hat jedes Maskottchen eine Begleitung. Und bei mir hat das mein Kumpel Pascal gemacht. Hallo! Um im Stadion mit Marvin zusammen von A nach B zu kommen, werden wir sicherlich in die ein oder andere Sicherheitskontrolle kommen. Und um da ganz einfach durchzuflutschen, brauchen wir Arbeitsausweise. Gesagt, getan. Vor ein paar Wochen habe ich mich ja bei der Nationalmannschaft eingeschlichen. Und um auf den Trainingsplatz zu kommen, brauchten wir Arbeitsausweise, die wir nachgebaut haben. Damals habe ich bei Kleinanzeigen dieses tolle Schlüsselband gekauft, das wirklich original aussieht wie das, was die Spieler tragen. Was ich damals nicht erzählt habe, ist, dass der gleiche Verkäufer eine Menge Merchandise verkauft, wie zum Beispiel Anstecker, Trainings-T-Shirts, irgendwelche Wimpel, aber auch die originalen, und das ist wirklich kein Witz, die originalen Schlüsselbänder von der EM. Ich weiß nicht, wie der da... Junge, wie kommt man an sowas ran? ...rankommt. Ich glaube, der hat irgendwann mal bei einer Tombola gewonnen. Das hier sind die originalen Bänder, die alle Mitarbeiter tragen. Falls am Tag der Tage aber rot nicht die richtige Farbe ist, habe ich sicherheitshalber nochmal so ein Schlüsselband gekauft. Das ist ein handelsübliches Fanshop-Schlüsselband, aber in blau, damit wir für alle Schandtaten gewappnet sind. Man muss schon sagen, die EM hat natürlich ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Nur was sie wahrscheinlich nicht bedacht haben, ist, dass natürlich jeder Hinz und Kunz vom Balljungen bis zum freiwilligen Helfer einen Mitarbeiterausweis bekommt. Und was machen junge, ambitionierte Mitarbeiter am liebsten? Richtig auf Instagram flexen. Und dementsprechend war schon Tage vor dem Eröffnungsspiel Instagram voll mit Mitarbeiterausweisen, inklusive QR-Code und den ganzen Angaben. Doof für die UEFA, gut für mich, so wusste ich, dass es blaue Schlüsselbänder sind. Hieß also für mich, mein olles Fanshop-Schlüsselband musste dran glauben, ich hab's richtig gepimpt. Ich hab Nadel und Faden ausgepackt, es nochmal umgenäht. Als ob er selber genäht hat. Noch ein Logo draufgedruckt und fertig war das originale Schlüsselband. Danke Flexer, danke Instagram. Da soll noch mal einer sagen, Social Media ist für nichts gut. Wusstet ihr eigentlich, dass man sich vor mehreren Monaten bei der UEFA bewerben konnte für verschiedene Jobs, zum Beispiel um bei der Eröffnungszeremonie zu helfen? Da wäre es doch wirklich hilfreich gewesen, wenn ich da jemanden aus meinem Team eingeschleust hätte, oder? Nein. Hi. Ich bin Paul und ich arbeite für Marvin für dieses tolle Projekt in der Allianz Arena. Meine Aufgabe ist es, mit 80 anderen Leuten einen Teppich ins Stadion zu tragen, diesen aufzufalten, zusammenzufalten und mit diesem Teppich aus dem Stadion rauszurennen. Insgeheim schaue ich aber natürlich schon mal, welche Eingänge werden wie benutzt und wo geht vielleicht das Maskottchen rein. So, Tag 1 ist geschafft. Warte, Bruder, Ding, Digga, er denkt wirklich James Bond 007. Was zum Teufel? Digga, ist ja geisteskrank. Ausweis bekommen,
mit Namen, QR-Code und was sehr interessant ist, einem NFC-Chip, der hier eingelassen ist. Das könnte natürlich sehr interessant werden für unser Maskottchen, aber schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Mittlerweile haben wir den 5. Arbeitstag. Die letzten 4 Tage hat es nur geregnet, heißt, der Teppich ist dran. Ich muss mal realisieren, ne? Der Bruder muss da einfach für das Video von Marvin, Alter, wirklich arbeiten. Digga. Und kaum mehr zu falten. Deshalb sind auch mittlerweile schon ca. 15 Leute nicht mehr zur Arbeit gekommen. Aber es wurde für Ersatz gesorgt. Wir haben 15 neue Kollegen bekommen und diese haben aber irgendwie einen komplett anderen Ausweis bekommen als wir. Da fehlt zum Beispiel der Name und das Bild. Heute war der 7. Tag hier in der Allianz Arena. Heute war Generalprobe mit Pyro, mit Show-Act, mit allen Leuten, die auch dazugehören. Es ist alles sehr unorganisiert und ich glaube, da fällt auch niemandem auf, wenn ein zweites Maskottchen da ist. Könnt ihr euch daran erinnern? Paul hat uns doch erzählt, dass die halbe Crew schon nach wenigen Tagen gemeutert hat und einfach nicht mehr gekommen ist. Woran lag's? Ganz einfach, die Arbeitsbedingungen waren mies, die Stimmung war katastrophal und es wurde eigentlich allen versprochen, natürlich dürft ihr das Eröffnungsspiel live im Stadion gucken. Nach den ersten Tagen kam dann aber raus, nee, dürft ihr gar nicht. Nachdem ihr den Teppich getragen habt, ab nach Hause. Was? Nein, Digga, Bruder. Was? Das ist ja Geist. Bruder, die wollen, dass ich für die ganze Zeit den Teppich schleppe, irgendwelche Drecksarbeit mache, aber dann, wenn das Spiel anfängt, muss ich nach Hause gehen? Ey, ich schwöre, Digga, L-Wafer, Bro, das ist ja geistkrank, Chat. Was ist das denn? Das Mitarbeiterkarussell drehte sich und inzwischen wusste niemand mehr genau, wer gehört dazu, wer nicht und wer ist neu. Und am Tag der Generalprobe hat der Typ, der die Pässe rausgegeben hat, seinen Job nur so semi-ernst genommen. Man ist da hingegangen, hat gesagt, hallo, ich gehöre dazu. Und dann hat er gesagt, ja, hier ist die Liste, streich mal deinen Namen durch. Da haben wir zweimal den Namen weggestrichen und haben 2 Zugangskarten bekommen. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Hotelzimmer ohne Frühstück bucht, dann aber morgens zum Buffet rennt und irgendeine fremde Zimmernummer sagt, in der Hoffnung, dass man sich den Bauch vollschlagen kann. Nur stark, dass es hier halt um die Sicherheit von 66.000 Menschen geht. Ich mal vor, hast du irgendjemand ausgenutzt oder so? Irgendjemand, keine Ahnung, der da irgendwas, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ja übel leicht, wenn Marvin allein so leicht reingekommen ist, ja, weiß, wenn jemand wirklich was machen will. Dies für uns letzte Vorbereitungen treffen, zum Beispiel unsere Arbeitsausweise ausdrucken, folieren und alles fertig machen. Paul hatte mir noch spontan ein Foto von seinem Lieblingsauto geschickt. Da lag zufälligerweise auch ein Parkausweis drin. Dementsprechend waren wir gewappnet und es konnte endlich losgehen. Natürlich braucht jedes Maskottchen auch einen gebührenden fahrbaren Untersatz. Und dementsprechend werden wir, wie bei meinem Debüt als Nationalspieler, diesen schwarzen Bus hier im Hintergrund mit diesen Folien bekleben. Einfach nur aus dem Grund, damit wir einen prominenten Parkplatz bekommen und so einen direkten Weg ins Stadion finden. Warte, boah, was zum Teufel. Ich bin jetzt zu gespannt, ob er reinkommt oder nicht, ne? Ernst. Das Stadion war schon halb voll, die Schotten komplett und deren Gesänge No Scotland, No Party schalten durch ganz München. Und das war für mich das Zeichen, ab ins Kostüm, es geht los. Hier geht immer 2 Streifen Gaffe für. Ja, okay. Auf mein Ohr und auf meine Haut, scheißegal. Da ist mal rein, so. Ja, genau. Ja, ich muss jetzt so sitzen bleiben, wa? Können losfahren! Komm hier, da sitzt, Digga! Boah! Ich tauche ab, falls hier jemand reinkommt. Der erste Ordner hat uns einfach durchgewunken und genickt freundlich. Zweiter Ordner, Schritt und Zweite, komm ab. Ja. Oha, Bruder! Ey, ich hatte keine Eier! Ich sag euch ehrlich, ich hatte keine. Ich würde mir in die Hose scheißen. Legit, ich würde in die Hose kacken. Hat
Halten wir mal fest, wir kommen an der Arena an und wir werden komplett durchgecheckt. Das heißt, es wird mit Spiegeln unter Autos geguckt, der Kofferraum wird geöffnet und natürlich wird auch unser Ausweis kontrolliert. Problem ist nur, der kann natürlich nicht funktionieren, weil die Daten, die haben wir uns ausgedacht, die QR-Codes, die haben wir von den fleißigen Blendern auf Instagram, die das schon eine Woche vorher gepostet haben, einfach kopiert. Und das Ganze haben wir dann noch mit Sekundenkleber zusammengeklebt und vorgezeigt. Hallo, Servus. Dieser Ausweis funktioniert nicht. Nein. Willi, wo bist du? Du hast schon einen ersten Fehler gemacht. Nimm mal alle Karten raus. Die Karte hinten muss nach vorne gelegt werden. Dann kann ich sie scannen. Oha. Leg die aufeinander, sonst funktioniert das nicht. Vielleicht ist dieser zu klein? Nein, das ist doch die gleiche. Hab ich schon gesagt. Die Tüte ist zu klein und der Pass ist richtig. Lass die Finger davon. Der nimmt's gar nicht. Normalerweise zeigt er zumindest einen Fehlergrund. Ach, ihr habt ein Parkticket? Na dann passt ja alles. Nein, nein. Mit diesem Parkticket, was da vorne auf Alibi klebt, sind die durchgekommen. Dankeschön. Nein, 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 nein. Leute, wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Nein, nein, nein. Mama, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin im Stadion. Bei der EM. Nein, das nein. Glaubt mir kein Mensch. Nein, 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 nein. Nein, nein, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin wirklich beim EM-Eröffnungsspiel als Maskottchen dabei. Alter Falter, ist das riesig. Real Talk, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Kannst du mal kurz Mario Gomez herholen und fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen kann? Selbst Mario... Was? Ey, Mario Digga. Gomez hat ein Foto mit mir gemacht. Geist das krank. Zeigt doch, wie toll mein Maskottchenkostüm aussah. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich stand die ganze Zeit am Rand rum. Ich wollte aufs Spielfeld. Ich wollte zeigen, wie toll ein Maskottchen abdancen kann. Eine Frage jetzt. Wo ist das richtige Maskottchen? Muss das nicht auch noch gleich irgendwo auftauchen? So toll, dass selbst Guleo neidisch werden würde. Nein, nein! Nein! Ey, wo ist das richtige Maskottchen? Hallo! Hallo! Ey! Der andere wurde nicht reingelassen, ich glaube. Gerade ansetzen zum ultimativen Shuffle, da habe ich schon eine warme Hand auf meiner durchgeschwitzten Schulter gespürt. Ich habe gedacht, das ist meine Begleitung Pascal, die mir irgendwie helfen will. Aber später hat sich rausgestellt, nee, das war eine offizielle Betreuerin von der UEFA. Oh nein, nein. Oh nein, nein, Bruder. Ah, nein. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, jetzt ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Aber die Frau war einfach super nett. Die hat einfach gesagt, ey, geh mal in deine Kabine, setz mal das Kostüm ab, es ist schließlich warm, trink mal was. Ach so, oh mein Gott. Halte deine Ruhezeiten ein. Problem ist nur, ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, wo die Kabine vom Maskottchen ist. Das kann ich ja auch gar nicht. Ja, wo ist das richtige Maskottchen? Wissen? Dementsprechend war unser Plan, einfach in Bewegung bleiben. In die Katakomben gehen, rumgehen, in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. 2 Minuten später habe ich wieder eine sehr vertraute Hand auf meiner Schulter gespürt. Nur diesmal hat sie ein bisschen fester zugegriffen. Nein. Wo habt ihr die Pässe denn bekommen? We are in the hotel. Von wem? I don't know. I just got it. Aha, okay. Hm, komisch. Die Lage spitzte sich zu. Ich habe wirklich gemerkt, dass die Stimmung gereizt war. Mittlerweile standen nicht nur 3 UEFA-Damen neben uns, sondern immer mehr Ordner. Und dann hieß es irgendwann, setz jetzt endlich den Kopf ab. Und als ich dann die erste Reaktion gehört habe, wusste ich, das Spiel ist vorbei. Klärt uns mal auf. Seid ihr das richtige Maskottchen? Nein, das ist der YouTuber. Wir gehen raus zur Polizei. Nein, das ist der YouTuber. War das Marvin Getaps, Bruder? Auf zur Polizei. Abfahrt. Ach, der Arbeitskollege. Hi. Ey, das richtige Maskottchen kommt reingelaufen und er steht einfach. Ey, Bruder, was denkt dich der Typ im Maskottchen, diese Scheiße im Kostüm?
ehrlicherweise habe ich gehofft, dass an dieser Stelle das Video vorbei ist, dass alle über das Kostüm lachen und die UEFA sagt, hey, mit dem einen oder anderen Subunternehmer sollten wir noch mal in den Dialog gehen, um die Sicherheitsvorkehrungen noch ein bisschen anzuziehen. Ja. Aber ja. Der Abend war an der Stelle noch nicht vorbei. Knast. Fing erst richtig an. Ja, geil, er ist Knast. Ich hab gesagt, er ist Knast. Nein. Ich habe ja auch einen journalistischen Auftrag zu erfüllen und deswegen möchte ich euch mal was erklären. Jetzt geht es einmal um die GESA. Das ist die Gefangenensammelstelle. Die gibt es in fast jedem Stadion. In München ist sie im Erdgeschoss. Und da sitzen Menschen, die sich nicht so gut benommen haben. Zum Beispiel der Schotte, der sich gerade gekloppt hat, der Deutschland-Fan, der einen Becher geworfen hat oder ein Typ, der dachte, es wäre eine gute Idee, am Spieltag eine Drohne übers Stadion fliegen zu lassen. Und dazwischen saß ich mit riesigen Plüschschuhen an, dem Unterteil von einem Bärenkostüm, oben noch ein Füllkrug-Trikot und ziemlich durchgeschwitzt. Ehrlicherweise habe ich auch ekelhaft gestunken und habe gewartet, was als nächstes passiert. Und genau in dieser Situation kam ein Polizist und ein Staatsanwalt auf Pascal und mich zu und haben gesagt, so, Kostüm einmal komplett ausziehen, Handys müssen hier bleiben, Mikros müssen hier bleiben und in einen AirPod, den du noch im Ohr hast. Und dann wurden wir von denen in die Zelle gebracht. Ja, ich wünschte, dass du kommst. Ich hab Spaß gemacht mit Knast. Ich dachte, es war Spaß. Und da waren wir erstmal ein paar Stunden. Irgendwann im Laufe der Nacht wurden dann von uns Fingerabdrücke genommen, wir wurden fotografiert und wir wurden gefragt, ob wir uns zu den Tatvorwürfen äußern wollen. In dem Moment waren Pascal und ich nicht so gesprächig. Und dann gegen 2 Uhr nachts wurden wir auch entlassen und auf dem Weg nach draußen gab es noch einen Stapel Papiere und eine Runde Belehrungen. Da stand unter anderem drin, dass wir deutschlandweites Stadionverbot haben während der gesamten EM, plus ein paar Platzverweise rund um München, drittens der Anhörungsbogen, dass wir uns nicht zu den Tatvorwürfen geäußert haben, ein paar Belehrungen und der goldene Hinweis von einem hohen Funktionär der UEFA, der gesagt hat, wenn hierüber ein Video erscheint, dann werden wir mit aller Entschlossenheit dagegen vorgehen. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne meinen Kanal für weitere Teile. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bruder, er hat doch Video hochgeladen, Bruder. Bruder, bei dem, was aktuell in Deutschland abgeht, kann sein, er wird abgeschoben sogar. Ich weiß nicht, was für einen Rücken er hat. Er muss den krassesten Rücken auf der ganzen Welt. Bruder, Olaf Scholz muss sein Onkel sein. Er macht, was er will, ihm ist scheißegal. Sagen, Lack, machst du diese Video online? Du wirst sehen. Er hat einfach hochgeladen. Ich weiß nicht, warum er so dicke Eier hat. Ich weiß nicht, wer der Rücken ist, aber Marvin, geiles Video, mein Bruder. Geiles Video, Marvin. Ich schwöre, Ted, legit. Ich war einfach entertained. Ich war 20 Minuten am Stück entertained. Das war übel unterhaltsam, das Video, Digga. Marvin, stark.